Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Basti, kriegst du die noch hin? Will ich hier rein können? So. Ich habe zwar das E gedrückt, aber will nicht. Jetzt geht's wieder. So, mit wem muss ich reden? Mit dir. Wer seid ihr, dass ihr Vox Schutzzauber brechen und euch ihrem Willen widersetzen könnt? Warum hat sie eure Seele noch nicht verschlungen, wie sie es schon mit so vielen anderen getan hat? Ah, keine Seele. Wie ausgesprochen interessant. Hallo? Ich habe meine Seele zurückgeholt. Geht's noch? Guck mal genauer hin. Ich bin hier, um Vox zu vernichten. Andere haben das auch schon behauptet. Andere sind gestorben. Trotzdem genieße ich jede spannende Herausforderung. Ich merke schon, dass ihr selbst mächtige Verbündete habt. Almalexia und Velot. Aber sie können euch hier nicht helfen. Ja, dann schau mal zu. Ihr bedroht Vox, macht sie wütend und zwingt sie, immer brutalere Grausamkeiten zu begehen. Wie glorreich. Bald wird ihre Armee aus Daedra und verlorenen Seelen ausrücken und neuen Schrecken über das Land bringen. Genau deshalb muss ich sie aufhalten. Stolze Worte, aber eure Götterfreunde können euch hier nicht beschützen. Eure Göttin versteckt sich in ihrem Tempel, während Vox die Mächte des Reichs des Vergessens führt. Wie hofft ihr, dagegen bestehen zu können? Der Segen Velots beschützt mich. Velots Segen? So eindrucksvoll. Doch ein dürftiger Segen macht euch nicht gleich unbesiegbar. Aber ihr habt auch die Schutzzauber ausgeschaltet. Das gestehe ich euch zu. Vielleicht stellt ihr doch eine Gefahr für Vox dar. Erklärt euch. Ihr müsst Vox Geheimnisse erfahren, bevor ihr auch nur darauf hoffen könnt, ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Sucht im Inneren nach den drei Anima-Archiven. Lasst euch von ihnen ins Reich der Erinnerung ziehen. Lasst euch von ihnen zeigen, wie es zu dieser kleinen Tragödie kam. Das Reich der Erinnerung? Ja, sie möchte nicht mal mit uns sprechen, deswegen... Die Archive enthüllen Vox Vergangenheit und lassen euch jene Ereignisse miterleben, die diesen Moment herbeigeführt haben. Beginnt mit dem westlichen Anima-Archiv und berührt die dortigen Anima-Kristall. Dann sprecht wieder mit mir und schaut genau hin. Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Wie hätte ich dieses monumentale Ereignis miterleben können, wenn ich irgendwo anders gewesen wäre? Wer ich bin? Nun, im Moment bin ich eine Freundin. Belassen wir es doch dabei. Ist klar. Ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich eine Freundin ist. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich kann mich an die jetzt überhaupt nicht mehr erinnern. Die Stimme, klar, die hat man schon des Öfteren mal in Tamriel gehört, aber... Die ganze Story jetzt hierbei, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Guten Tag. Ich bin der Ghostbuster. Ich hätte sagen sollen, ich bin ein Ghostbuster. Vielleicht hätte das mehr Eindruck gemacht. Ich weiß es nicht. Und du greifst mich doch sowieso an, wenn ich darüber laufe. Zack. Hallo? Vox war nicht immer so. Einst diente sie bereitwillig dem Tribunal und war dessen Sache ganz und gar verpflichtet. Was geschah danach? Vox' Sohn wurde abweisender und radikaler. Er brach seiner Mutter das Herz. Schaut und hört genau zu, denn so nahm Vox' dunkle Reise ihren Anfang. Du darfst das nicht tun, mein Sohn. Es ist dein Todesurteil, wenn du dich dem Tribunal widersetzt. Genug, Mutter! Euer Glaube an falsche Götter macht euch blind für die Wahrheit. Ihr dürft so etwas nicht sagen, Meran. Schweig, Mutter! Die daedrischen Fürsten kehren zurück. Ich heiße sie als die wahren Götter dieses Landes willkommen. Bitte, Meran, kehr um. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen zur anderen Seite. Und
die nächsten Geister besiegen. Nee, nicht zweimal mit mir, mein Freund. Ja, im vollen Block scheint es aber nicht immer zu funktionieren. Okay. Der Sohn hörte aufmerksam zu, als der gerissene Boetia ihm etwas ins Ohr flüsterte. Er versuchte, ein Artefakt aus dem Tempel des Tribunals zu stehlen, den als Veluts Urteil bekannten Hammer. Viele der treuen Anhänger des Tribunals verloren an diesem Tag ruhmreich ihr Leben. Was ist geschehen? Meram wurde gefangen und bestraft. Magistra Vox wurde Zeugin der Qualen ihres Sohnes, ohne dass sie hätte eingreifen können. Mein Kind, warum habt ihr so viel unschuldiges Blut vergossen? Was hat euch dazu verleitet, solche Untaten zu begehen? Ihr seid eine Lüge, Almalexia. Eine falsche Göttin. Ich entsage euch, ihr Betrügerin. Ihr zeigt keine Reue. Und eure Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben. Lasst dies eine Lehre für all jene sein, nein, die es wagen, sich dem Tribunal entgegenzustellen. Ich flehe euch an. Er ist mein einziger Sohn. Welche Gnade hat Meram seinen Opfern gezeigt? Es tut mir leid, teure Urili, doch er hat diese Strafe verdient. So, und der dritte Punkt ist oben in der Mitte. Nein, ich habe leider keine Zeit. Das heißt, wir müssen euch mal ein bisschen stacken. Hallo? Mut bringt den Sieg. Der hat nicht viel Mut. Der rennt hier einfach weg. Können wir da was nehmen? Nee, schade. Verrückt vor Trauer schwor die arme Vox den dreien Rache. Der wunderschöne Boetia flüsterte ins Ohr der Mutter und offenbarte ihr, dass der Glaube nicht so stark ist wie das Band zwischen Mutter und Kind. Vox war übel mitgespielt worden. Man hatte sie zu weit getrieben. Was hat sie getan? Als zuverlässige Dienerin des Tribunals hatte Vox Zugang zu den innersten Kammern und ihren kostbarsten Schätzen. Almalexia dachte, Vox Ergebenheit sei stark und ihr Glaube unerschütterlich. Almalexia irrte. Falsche Götter, falsche Gerechtigkeit. Meram hat recht. Die dädrischen Fürsten müssen zurückkehren. Und Blut muss fließen. Lasst sie sterben, lasst sie verrotten. Lasst sie meinen Schmerz spüren. Falsche Götter können mich nicht aufhalten. Ja, Urili, ja. Lasst eure Seuche über das Land kommen, während euer Zorn wächst und euch stärkt. Doch ihr werdet Veluts Hammer brauchen. Ihr müsst ihn euch aneignen. Das Urteil? Schon mein Sohn wollte es in seinen Besitz bekommen. Ja, es wird mein sein. Und mit dem Urteil in meiner Hand wird das Tribunal fallen. Geht, sammelt eure Anhänger, verbreitet eure Seuche. Führt den Hammer. Mit ihm könnt ihr sterbliche Seelen verschlingen und eure wahre Macht entfesseln. Ihr glaubt, ihr könnt euch vor mir verstecken, Eindringling? Ich sehe euch. Ja, was ist mit euch los? Ihr habt mich nicht gesehen, oder? Ihr habt euch nur umgedreht. Sehr schön. Eindrucksvoll. Ihre Erinnerung entdeckt eure Anwesenheit. Seht nur, wie ihre Macht wächst. Eure Zeit läuft ab. Das ist so aufregend. Ich glaube, ihr werdet nur eine Chance bekommen, sie aufzuhalten. Wie hilft mir das, Vox aufzuhalten? Ihr habt den Schmerz gesehen, der Vox dazu getrieben hat, die Seuche zu entfesseln und die Leidgeborenen um sich zu scharen, um die glorreichsten Gewalttaten zu begehen. Jetzt versteht ihr ihre Motive und seid endlich bereit, euch ihr zu stellen. Nun,
Wenn da nicht noch die Macht von Velozhammer wäre, die könnt ihr nicht überwinden. Velozhammer erlaubt es Vox, die Seelen all jener, die sie tötet, in ihrem nebelverhangenen Reich zu fangen. Sie verlieren ihre Erinnerungen und verleihen ihr nahezu göttliche Macht. Um Vox herausfordern zu können, müsst ihr diese Seelen befreien. Wie mache ich das? Ich wünsche mir einen fairen Kampf, aber den kann es hier nicht geben. Das Urteil hält eure lächerlichen Götter im Zaum. Es gibt nur einen sicheren Weg. Ihr müsst durch den Hammer sterben, den Vox führt. Sobald ihr ihr Reich betretet, könnt ihr es von innen einstürzen lassen. Ich muss sterben? Worüber macht ihr euch Sorgen? Ihr habt Veluts Segen. Er ist eure Verbindung zu dieser Welt. Glaubt an euch und an Velut. Der Heilige wird euch beschützen. Und ich kann es kaum erwarten, endlich zu sehen, wie all das hier ausgehen wird. Enttäuscht mich nicht. Bringen wir es zu Ende. So, wo ist sie? Vox, komm her. Ihr, die Einmischung aus meiner Erinnerung. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Nein, ich bin gekommen, um zu leben. Ihr habt meine Schutzzauber zerschlagen. Ihr habt meine Senke im Dienst einer falschen Gottheit betreten. Ich bin beeindruckt, dass ihr es so weit geschafft habt. Doch eure Einmischung endet hier. Ihr könnt mich nicht töten. Euch töten? Das hätte ich schon lange tun können. Ihr seid stark. Ihr habt Hindernisse überwunden, die selbst die falsche Göttin abhielten. Warum sollte ich euch töten? Ihr würdet eine gute Verbündete abgeben. Ich würde ja gerne lauschen, um zu hören, worum es geht, aber ich weiß nicht, ob ich dann sofort zustimme. Deswegen, ich würde niemals jemandem helfen, der Unschuldige ermordet. Unschuldig? Unschuldig? Ihr habt doch selbst gesehen, was eure Göttin meinem Sohn angetan hat. Warum habt ihr euch entschieden, eine willfährige Sklavin dieser Betrügerin zu werden? Denkt für euch selbst. Schließt euch mir an. Nein, ihr müsst aufgehalten werden. Ihr hoffnungslose Närren. Mich aufhalten? Nicht einmal das Tribunal kann mich aufhalten. Die Macht von Velots Urteil strömt durch meinen Körper. Ihr werdet seine Macht spüren, wenn ich euch das Leben raube und eure Seele in mich aufnehme. Ich werde eure Macht erlangen. Und auch die des Tribunals. Noch eine. Aber an dieser ist etwas anders. Ja, ich habe nämlich habt meine Seele. Meram. Diese hier ist hart. Was? Eine Besucherin. Seltsam. Eure Hände, euer Körper, fest, ganz. Wo kommt ihr denn her? Eure Mutter hat versucht, mich zu töten. So bin ich hier gelandet. Meine Mutter? Ich habe eine Mutter? Ich erinnere mich an kaum etwas, abgesehen von meinem Namen. Das hier ist meine gesamte Welt. Ich kannte nie etwas anderes als diesen Ort. Und ihr gehört nicht hierher. Warum seid ihr hier? Um euch freizulassen. Frei? Ich verstehe nicht. Meine Gefährten sprechen oft von Freiheit, als ob es irgendwo anders noch mehr geben würde als dies hier. Doch sie sagen, wir wären gefangen. Dass der Hüter uns in diesem Reich festhält. Der Hüter? Dort oben auf dem Westaltar. Wir können ihn nicht berühren. Ihr könntet mit meinen Gefährten sprechen. Über die Freiheit. Ich höre dann zu. Die Macht in euren Händen ist mir vertraut. Nur will mir nicht einfallen, woher. Es fühlt sich fast so an wie... Oh... Was würde ich dafür geben, noch einmal etwas zu spüren? Das Gefühl von Wind auf meinen Wangen. Die Hand eines anderen in meiner. Was bindet euch hier? Die Listen des Hüters halten mich hier fest. Er hat meine Seele weggesperrt und verhöhnt mich damit.
Er hält sie in einem verrückten Rätselspiel gefangen. Sie ist so nah, aber sie könnte auch Millionen von Meilen entfernt sein. Welches Rätsel? Auf dem östlichen Podium drehen sich zwei Schlüssel in einem festen Muster um zwei Schlösser auf einer Steinplatte. Um meinen gefangenen Geist zu befreien, müssen beide Schlüssel zur gleichen Zeit in beiden Schlössern sein. Zumindest sagt das der Hüter. Und könnt ihr nicht dafür sorgen? Ich kann sie nicht berühren. Ich kann nichts berühren. Aber ihr, könnt ihr es? Wenn ihr nach diesen Schlüsseln schlagen und sie so verlangsamen könntet, dass sie zur gleichen Zeit in ihren Schlössern sind... Oh, bitte. Ihr müsst es versuchen. Können wir das auch als erstes machen? Ich bin mir nicht sicher. Meine Götter haben mich verlassen. Aber ihr strahlt göttliche Gunst aus. Ich spüre Macht in euch. Seid ihr gekommen, um uns zu befreien? Erzählt mir vom Hüter. Der Hüter hält uns gefangen. Er bindet uns an dieses Reich. Er verhöhnt uns. Wir können ihn nicht berühren. Wir können gar nichts berühren. Aber ihr? Würdet ihr befreit, wenn der Hüter besiegt wird? Vielleicht. Der Hüter meint, er berge unsere Seelen in sich. Dass wir auf diese Weise an ihn gebunden sind. Wenn der Hüter besiegt würde, wäre ich vielleicht frei. Habt ihr Ratschläge für den Kampf gegen ihn? Der Hüter nährt sich von den Kugeln des Untergangs, die den Altar umgeben. Ich habe es gesehen. Der Hüter ist mit diesen Kugeln verbunden. Wenn ihr ihn angreift, wird er sich diesen Kugeln zuwenden, um ihre Kraft zu erlangen. Doch wenn ihr die Kugeln zerschlagen solltet, während der Hüter sich gerade von ihnen nährt. Okay, Rätsel lösen und Kugeln zerschlagen. Schön verstanden. Also, jetzt muss ich mal schauen. Was passiert denn? Muss ich da irgendwie... Was, die kommen mit? Oder muss ich da was machen, wenn der hier ist? Leute? Kann mir jemand sagen, was ich hier machen soll? Ich weiß, ich habe das ganz früher mal gemacht, oder muss ich hier stehen bleiben währenddessen? Guck mal eben auf der anderen Seite, ob das auch sowas ist. Oh, da ist ein Geist. Machen wir den nur erstmal weg. Diese hat einen Körper, den ich zerfetzen kann. War wohl nichts mit Kugeln, wa? befreit den Geist von Hinweise, besiegt den Hüter. Und verlangsamt die Kugeln durch Treffer. Was stand da gerade? Verlangsamt die Kugeln durch Treffer, bis sie in einer Reihe sind. Was für Treffer? Ich konnte die doch überhaupt gar nicht bewegen, meine ich, oder? Also ihn habe ich schon mal befreit, das ist schön. Ach so, doch. Ah, okay. Ja, aber es sind nicht alle in einer Reihe. Euch jetzt hier die ganze Zeit anschießen, damit die dann hier in eine Reihe kommen. Vor allem, wieso sind das jetzt auf einmal vier? Na kommt, kommt. Ach so, die anderen kriegen auch Schaden ab. Das ist natürlich doof. Schmeckt unseren Stahl. Das ist jetzt wirklich doof. Weil die andere soll ja jetzt eigentlich nichts abbekommen. Sind die aber nicht in einer Reihe.
Nein, jetzt geht es da hinten wieder weit. Müssen die wirklich in einer Reihe jetzt sein oder müssen die nur auf diesen Dingern drauf sein? Bis sie in einer Reihe sind, stand da, aber... Was meinen die denn mit in einer Reihe? Die sind doch eigentlich in einer Reihe. Ah. Ah, okay. Sie müssen tatsächlich nur in einer Reihe sein. Na gut. So. Ihr habt meine Gefährten befreit. Welche Macht bringt ihr in dieses Reich? Könnt ihr auch mich befreien? Was bindet euch hier? Der Hüter hat diese beiden gebunden, aber er meinte, ich wäre zu kostbar für Fesseln. Sein Herr wollte, dass ich selbst darüber entscheiden kann, wann meine Erinnerungen zurückkehren. Was bedeutet das? Erinnerungen woran? Tja... Ihr wart ein Fanatiker, der sich den dädrischen Fürsten verschrieben hat. Ihr habt das Tribunal verflucht, würde ich sagen. Ein Fanatiker? Dädrische Fürsten? Ich... Eure Worte klingen wahr. Was habe ich getan? Ihr vergesst lieber, was geschah, ja. Ihr habt Unschuldige abgeschlachtet, während ihr versuchtet, das Tribunal zu vernichten. Ich habe getötet? Ja, ich habe getötet. Ich erinnere mich. Ich dachte, sie würden es verdienen. Mutter, die drei! Wer hat das getan? Sagt es mir! Almalexia hat euch wegen Mordes hingerichtet. Eure Mutter brachte euch hierher. Mord? Ja. Und es ist noch nicht vorüber, nicht wahr? Weil meine Mutter jetzt an meiner Stadt mordet. Kommt, ich öffne euch ein Portal in Vox Domäne. Gemeinsam werden wir sie aufhalten. All das geht schon viel zu lange. Ja. Achso, hinter mir. So, lasst die Gefangenen seelenfrei. Das ist also das Reservoir der Seelen. Wie sonderbar. Okay, da muss ich wahrscheinlich draufklicken, nehme ich mal an. Wo läuft der denn hin? Ich denke, der wollte auf mich draufspringen. Aber gut, dann halt nicht. Und das ist gut. Irgendeiner ist hier hinten schon am... Ja, genau. Ich hatte es schon lange gedrückt, aber Hauptsache, man wird hier wieder unterbrochen. Am Helfen, das wollte ich... Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hallo? Hat der Grüne euch geschickt, oder was? Geht's noch? Kann ich jetzt hier endlich mal das Ding zerstören? Mein Gott, aber es sieht cool aus, ne? Ich meine, sieht schon geil aus. Und das dritte. Ihr habt meine Geduld lange genug auf die Probe gestellt. Spürt den Zorn von Velots Gerechtigkeit. Spürt meine Seelenscherben. Nee, wie heißen die? Noch mehr. Ihr habt es geschafft, mein Kind. Ach da. Das sind nicht gerade wenig Seelen. Vox wurde besiegt und Velots Urteil kehrt in jenen Tempel zurück, in den es gehört. Unser Wille obsiegt. Ordnung wird wiederhergestellt. Hat Vox all diese Geister gestohlen? Das sind nur einige der Unschuldigen, die Vox in ihrem Reservoir der Seelen gefangen hält. Doch ihre Macht ist nun gebrochen und sie können frei ins Jenseits eingehen. Dies war euer Werk. Warum sind meine Begleiter wieder Geister? Ich hatte sie doch ins Leben zurückgerufen. Sowohl Malvari als auch Daravis sind schon lange tot. Sie können nicht ins Leben zurückkehren, aber man kann sie freilassen. War's das? Ist es vorbei? Ja.
Doch eure Reise ist noch nicht zu Ende. Für euch ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Wir werden daran arbeiten, die Ordnung in Morrowind wiederherzustellen. Das könnt ihr getrost den Dreien überlassen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und eine Brust von Umarmung der Mutter der Nacht. Sehr schön. Wir müssen allerdings noch eine Sache machen. Wobei ich nicht weiß, was jetzt wichtiger ist. Also beziehungsweise was jetzt richtig wäre. Es steht ja nur erfüllt ein Ziel. Entweder mit jemandem hier sprechen oder mit jemandem in die Scharen sprechen. Mal eben schauen, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? So, hier müssen wir irgendwo wieder raus, ne? Da, genau. Müssen wir da jetzt überall wieder durch? Ist das euer Ernst? Ja, dann folge ich mal dem Ziel. Allerdings denke ich, dass es schneller wäre, wenn ich andersherum gehe. Also ich folge erstmal, schau mal eben, ob ich jetzt hier irgendwo ein Portal finde. Wenn nein, dann muss ich wirklich mal dem Ziel folgen. Aber das wäre irgendwie unlogisch. Aber sie zeigt mir an, dass ich da raus muss. Sie ist auch nicht mehr da. Ja, tatsächlich. Da muss ich den ganzen Weg tatsächlich wieder zurücklaufen. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann, wenn ich bei der Abgabe bin, wieder. Bis gleich. So, irgendwo hier oben müsste die Abgabe sein. Ich laufe mich hier rum, sonst kommen wir wahrscheinlich wieder runtergeflogen. Hallöchen. Ihr seid zurückgekehrt. Ich vermute, ihr wart erfolgreich. Ich habe eine Reihe von Vox-Anhängern getötet. Vielen Dank. Nehmt dies als Belohnung. Es mag einem vielleicht nicht so vorkommen. Doch selbst ein einziger toter Feind kann schon den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ja, und damit haben wir dann auch diese Quest nochmal eben schnell abgeschlossen. Und da die Folge doch sehr, sehr viel länger geworden ist, als ich gedacht habe, werde ich die in zwei Teile cutten. Und hier werden wir auch wieder einen Cut machen, weil hier ist die zweite Folge sozusagen dann zu Ende. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.